Ich bin Clemens. Ich bin seit 1995 beim Internationalen Filmfest Braunschweig engagiert und interessiere mich da in erster Linie für die Retrospektiven. Und von daher war das für mich wie ein Geschenk, als ich gelesen habe, es gibt dieses Magazin, das Jörg Mathieu aus Saarbrücken 2014 gegründet hat. Ich war dann über viele Jahre Abonnent und ja, seit 2017 bin ich Mitredakteur und seit 2018 bin ich der Chefredakteur von 35mm, das Retrofilmmagazin. Ja, mein Name ist Christoph Seelinger. Ich bin seit 2017 Redakteur des wunderschönen 35mm Magazins in Braunschweig. Das Filmfestival, das mache ich aktiv mit seit 2014. Eigentlich so die Initialzündung oder so mein Erweckungserlebnis war, dass mein absoluter Lieblingsfilm, nämlich Possession von Andrzej Tarkowski, hier gezeigt wurde und ich ein Date hatte zu diesem Film, das total in die Hose ging, weil das ein sehr heftiges Ehebruchsdrama mit apokalyptischen Zügen ist und ja, daran denke ich immer wieder gern zurück, wenn ich an das Braunschweiger Filmfestival denke. Ja, mein Name ist Michael Klein. Ich bin auch hier als Redakteur von 35mm. Ich habe Jörg Mathieu in Saarbrücken kennengelernt. Das war mein Einstieg in das Heft. Ich habe in den 90er Jahren überlegt, dass ich wahnsinnig gerne eine Filmgeschichtszeitschrift gemacht hätte. Konnte das aber nicht realisieren, weil ich von Geld nichts verstehe. Also von Inhalten schon, von Geld nichts. Und habe das deswegen nicht gemacht. Und als Jörg dann mit 35mm anfing, war ich total begeistert und war auch gleich sofort mit dabei. Das ist mein erster Besuch hier beim Festival. Das ist mein Schnupperkurs sozusagen. Und jetzt bin ich gespannt, was ich hier in den nächsten Tagen erleben werde. Clemens, du bist ja jetzt schon eine ganze lange Weile dabei. Und das 35mm Magazin ist ja auch Medienpartner vom Braunschweig International Film Festival. Wie ist diese Kooperation entstanden? Kannst du noch mal ganz kurz was sagen? Und was passiert eigentlich, wenn ihr hier seid als 35mm Redakteure? Ja, die Kooperation ist so entstanden, dass ich mit meinem Herausgeber Jörg Mathieu gesprochen habe und mit Frank Terhorst, dem Pressesprecher des Internationalen Filmfestes Braunschweig. Und ich habe halt beiden vorgeschlagen, dass das doch eine Win-Win-Situation wäre, wenn wir exklusiv vorab und auch exklusiv danach über die Inhalte schreiben, über die wir am besten schreiben können, über die Filme bis 1965. Denn das ist das Entscheidende an unserem Magazin, dass wir ausschließlich die Filmgeschichte von 1895, also von der ersten Kinoaufführung der Lumières, bis 1965 beackern. Und da das Internationale Filmfest eins der wenigen Publikumsfestivals ist, die wirklich auch sehr ausführlich und auf die Filmgeschichte eingehen, war das eine tolle Partnerschaft, denke ich. Ja, und jetzt sind wir bereits im zweiten Jahr Medienpartner. Und was auch interessant ist, ist, dass wir innerhalb meiner Mitternachtsreihe, ich kuratiere hier eine Genre-Filmreihe, auch seit letztem Jahr gemeinsam immer einen Genre-Film-Klassiker präsentieren. Das war im letzten Jahr Das Weiße Rentier und das ist in diesem Jahr Bloodbath. Und da ist in der Sonderausgabe, die zu unserem Festival erschienen ist, auch ein Artikel erschienen. Welche Filme interessieren euch hier beim Braunschweig International Film Festival? Was wollt ihr euch denn anschauen? Habt ihr schon einen Plan gemacht? Ja, ich habe mir einen groben Plan gemacht. Das Problem ist, dass sich zwei Veranstaltungen immer beißen. Das ist einmal das Cinestrange und andererseits Clemens Mitternachtsreihe, weil ich dann doch eher der Freund von abseitigem Kino bin, wo es auch etwas derber zugehen kann, so genreaffin. Und deswegen muss ich mal schauen, wie ich dann jeweils den Abend mir gestalte, weil ich nicht alles mitnehmen kann. Und wie ist es für den Newcomer in der Reihe? Welche Filme stehen auf dem Filmprogramm? Also konkret kann ich schwer sagen, ich habe ein breit gefächertes Filminteresse. Es gibt keine Reihe, die mich als Reihe speziell interessiert, sondern ich mache ein Potpourri aus ganz vielen verschiedenen Titeln. Ich habe eine lange Filmliste und entscheidend am Ende wird, wie ich jetzt schon erfahren habe, für was ich Karten kriege. Weil ich habe heute versucht, für zwei Filme Karten zu kriegen, für einen gab es keine mehr und das entscheidet jetzt am Ende über mein Programm. Aber es ist breit gefächert, wie gesagt. Das geht von der Stummfilm-Retrospektive oder Stummfilm bis zum internationalen Kino. Mal zu eurem Programm vor dem Programm. Also was habt ihr für Artikel geschrieben jetzt im Vorfeld dieses Festivals? Was kann man in eurem 35mm überhaupt lesen?
Ja, in der aktuellen Ausgabe, also die extra für das Filmfest konzipiert wurde, sind zwei Texte von mir drin. Einer ist über zwei italienische Stummfilme aus den 30er Jahren, unabhängig produziert, beide mit Edgar Allan Poe Bezug. Sehr unbekannt, sehr obskur. Ich habe die vor ein paar Jahren zufällig entdeckt und die werden wir auch dieses Jahr am Samstag vertonen, live. Und der zweite Artikel ist auch ein Film, den wir am Samstag in unserem Programm haben. Das ist ein Experimentalfilm von 1928, The Fall of the House of Usher, eigentlich so der Meilenstein des US-amerikanischen Independent-Kinos in den 20er Jahren, tatsächlich in einem leeren Kuhstall gedreht. Also sehr interessanter Film. Und bei dir, wie sieht's aus? Welcher Artikel hast du denn geschrieben? Also generell muss ich sagen, das Schöne an 35 mm ist ja, dass man speziell in dem Feld eine große Freiheit genießt als Autor und Themen wählen kann, die wirklich auch Nischenthemen sind, die man in anderen größeren Medien nicht mehr unterbringen würde heute. Und im Moment schreibe ich eine Artikelreihe. Wir haben ja den 200. Geburtstag dieses Jahr von Herman Melville, dem Autor von Moby Dick, großer amerikanischer Klassiker. Und da läuft im Moment, das könnte ich zum Beispiel auch woanders nicht machen, eine Artikelreihe zu den Moby Dick-Verfilmungen und Herman Melville-Verfilmungen. Das geht los mit The Sea Beast von 1926, ein Film, den kaum einer kennt. Durch das Heft werden einige Leute aufmerksam, der ist auch gar nicht so schlecht. Und im nächsten Heft wird John Hustons Klassiker sein, beschrieben. Und es wird noch einen vierten Teil geben, da geht es um Die verdammten Meere von Peter Ustinov. Nicht Moby Dick, sondern Belly Butt-Verfilmung. Ansonsten auch breites Spektrum. Ich liebe die Filmgeschichte, es gibt da so viel noch zu entdecken. 35 mm ist für mich als Leser, also nicht als Autor, sondern als Leser, auch immer eine wahnsinnig schöne Einladung, Filme, von denen ich noch nie gehört habe, zu entdecken, mir dann zu kaufen und zu sehen. Und da entdeckt man wirklich schöne Sachen. Und Clemens, du als Alteingesessener sozusagen dieses ganzen Magazins und auch da du das Filmfest so gut kennst, worüber hast du berichtet? In meiner Kolumne Meilensteine des frühen Kinos habe ich in der aktuellen Ausgabe The Homemaker gesprochen und Zufall, die deutsche Erstaufführung der restaurierten Fassung wird bei uns auf dem Internationalen Filmfest Braunschweig am Donnerstag laufen. Und da haben wir ein DJ-Duo aus Paris zu Gast, die Penelopes, und die werden das elektronisch begleiten. Hintergründe erfährt man bei 35 mm. Sehr, sehr guter Cliffhanger. Wo findet man überhaupt euer Magazin? Es gibt's, ich nehme an, irgendwo zu kaufen. Wo findet man das überall? Man findet es primär online, also man kann es über den Shop beziehen. Und es liegt auch zuweilen aus, wie jetzt beim Filmfestival in der Sonderausgabe. 35 mm, euer Magazin, beschäftigt sich ja vor allem mit dem Film zwischen 1895 und 1965. Das ist wahrscheinlich ein trotzdem sehr, sehr breiter Bereich. Über welche Themen schreibt das Magazin eigentlich, beziehungsweise eure RedakteurInnen? Ja, das Tolle ist, ich bin in der Luxusposition, dass mir meine Kollegen in der Redaktion ständig Themen anbieten. Und zwar wunderbare Themen, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben jetzt aktuell eine Ausgabe zum mexikanischen Kino, wovon ich persönlich überhaupt keine Ahnung habe. Ich persönlich habe angestoßen, dass wir einen Zyklus zu den großen Hollywood-Kinos machen. Dazu sind inzwischen drei Ausgaben erschienen über Universal, über RKO und über Columbia. Du hast vorhin schon Bloodpath angesprochen, Clemens. Wieso habt ihr diesen Film ausgesucht? Ich meine, die Filmgeschichte bis 1965 wohlgemerkt, gibt so viel her. Warum ausgerechnet dieser Film? Das ist eine gute Frage, denn wir haben ja für Bloodpath erstmals unser ehernes Gesetz gebrochen. Wir haben einen Film von 1966 ausgewählt. Das hat einen ganz schlichten Grund. Ich kuratiere ja in diesem Jahr die Reihe Bloody Women at Midnight. Und da zeige ich Genrefilme, bei denen eine Frau Regie führt. Und das Problem ist, es gibt keinen Film vor 1966. Nun werden sicherlich die Noir-Experten sagen, Clemens, du hättest doch eine Regiearbeit von Ida Lupino nehmen können. Hätte man machen können. Aber soweit wollte ich das nicht ausführen, sondern ich wollte mich an Horror und Thriller halten. Und da haben wir diese Produktion, bei der Stephanie Rothman als Frau das in Ordnung bringen durfte, was vorher zwei Männer auf dem Regiestuhl angerichtet haben. Das ist also ein interessanter Film. Es ist eine Zusammenarbeit, ungeplante Zusammenarbeit von drei Regisseuren, weil Produzent Roger Corman nie mit dem Ergebnis zufrieden war und Stephanie Rothman, erste Frau bei einem Horrorfilm, hat es dann gerichtet.
Was stellt sich als besonders herausfordernd dar, wenn man über die frühe Filmgeschichte, ich nenne es jetzt mal die frühe Filmgeschichte bis 1965, berichtet? Also findet man dafür Publikum? Ist das so ein krasses Nischenthema? Ich darf die Frage beantworten, wie ehrlich. Also Stummfilm ist wahnsinnig beliebt. Das ist gar kein Nischenthema. Also unter den Cineasten gibt es eine ganz große Gruppe, die sich immer noch für den Stummfilm interessiert. Dafür gibt es sehr gute Gründe. Ich zitiere mal François Truffaut, der ungefähr um 1960 gesagt hat, alle großen Regisseure sind mit der Stummfilmzeit aufgewachsen. Und das kommt daher, dass der Stummfilm das einfachste und simpelste Mittel der Kommunikation nicht hat, die Sprache, und deswegen alles in Metaphern erzählen muss. Also der Stummfilm, um zügig und intelligent zu erzählen, sucht ständig nach irgendwelchen neuen bildlichen Möglichkeiten, um Verhältnisse klarzustellen. Und das macht ihn ungeheuer spannend und auch zu einem Lehrstück wirklich für jeden, der Film verstehen will. Jetzt sind wir schon bei den verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten von Stummfilm angekommen und du hast vorhin schon das Filmkonzept mit den Penelopes angesprochen. Was hat das für einen besonderen Reiz, wenn die Musik nicht vom Band kommt, sondern live aufgespielt wird? Ja, das ist ja ganz klar, dass das ein einmaliges, nicht zu wiederholendes Erlebnis ist. Also ich habe zum Beispiel Christoph bei unserer 5-Jahres-Feier in Magdeburg schon einmal erlebt mit seinem Freund Jakob Gardemann. Die haben da zwei Filme begleitet und ich war so geflasht, dass ich gesagt habe, das müssen wir arrangieren fürs Filmfest Braunschweig, haben noch zwei weitere Filme dazugenommen und ich bin überzeugt, das wird morgen wieder auch ein einmaliges Erlebnis. Deswegen besuche ich also sehr gerne die Konzerte, weil es einmalige Erlebnisse sind. Und jetzt noch die letzte Frage. Braunschweig, das Filmfest, was ist das für euch für ein Gefühl, hier zu sein? Was verbindet ihr mit dem Braunschweig Filmfest? Retrospektiven. Schon 1991, als ich noch zur Schule ging und zum ersten Mal das Filmfest besuchte, da besuchte ich die Reihe Pré-Noir. Und seitdem bin ich als Besucher jedes Jahr auf der Retrospektive. Auch für dich die gleiche Frage, Braunschweiger Filmfest. Was verbindet man damit oder du? Als ich nach Braunschweig gezogen bin, war ich auf jeden Fall sehr geflasht, dass da einfach ein Filmfest vor meiner Haustür ist, weil ich wohne jetzt 5 Minuten von den Kinos entfernt und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du da durch die Republik oder durch das Ausland reisen musst, um zu einem vernünftigen Filmfest zu kommen. Also das ist schon so ein Heimatding jetzt geworden. Also man kann morgens einfach aufstehen, schon Filme schauen, trotzdem seine Arbeit erledigen nebenbei. Also sehr komfortabel auf jeden Fall. Und bei dir die Frage, du kennst auch Saarbrücken wahrscheinlich. Wie ist es für dich jetzt in Braunschweig zu sein? Ach, es ist relativ einfach. Was mich mit dem Festival ja am meisten verbindet, ist jetzt die Neugier, weil ich ja zum ersten Mal da bin und es mein erster Tag ist. Deswegen bin ich mit großer Neugier hier und schaue einfach, was mich hier trifft. Dann vielen Dank euch drei, dass ihr hier für die BIFF Talks da wart. Ich wünsche euch ganz viel Spaß hier bei der 33. Ausgabe des Braunschweiger Filmfests. Ein volles Programm und ja, viele, viele filmische Neuentdeckungen und Filmkonzerte, vor allem Retrospektiven. Dankeschön. Vielen Dank, Clara.